herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Oschersleben. Polybauer Check Day. Richard ist auch hier. Und wir kriegen tatsächlich Pellen. Neue Pellen, endlich. Weil die Dinger hier, die sind hier wirklich schon. Ja. Die haben es schon hinter sich. Die haben schon Kiesbett, Dreher, Messen, Parkplatz, Drift. Und einmal alles, den neuen Bridgestone Potenza Race. So, dazu aber später mehr, weil wir müssen uns heute erstmal um dieses Auto hier kümmern. Servus. So, hallo. Schütze, kennt er ja bestimmt, YouTube. Deutschlands schnellster, fleißigster E92 M3. Vor allem fleißigster. Jetzt muss ich noch ein paar Sachen einbauen, damit nicht am Ende wieder einer sagt, ah, doch, es gibt da einen schnelleren. Ja, und es gibt mit Sicherheit einen schnelleren, weil es gibt immer einen schnelleren. Finde ich immer witzig, das ist tatsächlich nur in dieser Rennszene, dass wenn man mal etwas Falsches behauptet, zu stark, zu schnell, wie auch immer, heißt es gleich, woher wisst ihr das denn? Ja. Ist doch scheißegal, ist auch einfach nur so gesagt. Das ist hier Hobby, das ist Spaß, wir haben einfach Bock drauf, wir wollen ballern. Ja. Ihr solltet wahrscheinlich auch alle mehr ballern, weil dann hättet ihr so ein Grinsen im Gesicht, weil es ist immer wieder so Rennstrecke. Nico grinst auch, der ist nämlich gerade X-Bow gefahren. War gut. Nein, wir sind wirklich nur zum Spaß haben hier. Ja, so, neues Design, ne? Ja, neues Design, weil ich hatte das Auto ja in Schwarz-Gold, so wie ihn ja auch noch wahrscheinlich die meisten kennen. Und am Ende bin ich ja viel auf der Nordschleife und da fährt jetzt jeder BMW, der schwarz ist, gefühlt goldene Felgen. Und irgendwann dachte ich, okay, du musst jetzt mal so ein bisschen was machen, dass du dich mal wieder so ein Alleinstellungsmerkmal, weil wegen YouTube dachte ich, komm, du musst auch ein bisschen auffallen und ne. Es ist aber auch wirklich mal schwer, dich zu erkennen, weil so viele wenn irgendwo mal ein Video gibt, wo ein E92 Scheiße macht, kommt direkt immer, oh, ist das Tom Schütze? Weißt du? War aber auch wirklich eines der beliebtesten Kommentare von wegen, ihr müsst unbedingt mal Tom Schütze BMW zeigen. Ja, wirklich, so. Oder? Ja, nee, wirklich. Also seitdem wir Rennstrecke fahren, auf jeden Fall. Ah, okay. Das ist definitiv. Und jetzt muss man dazu sagen, ich fand das Auto immer rattenscharf geil, gerade mit den Aufklebern und so weiter. Ne? Ja. Und mit dem Spoiler in Schwarz war halt einfach genau meine Farbe. Mhm. Aber ich verstehe das auch vollkommen, dass man einfach mal ein geiles Design haben will. Und das Design ist wirklich geil geworden. Ich bin auch echt zufrieden, muss ich sagen. Das finde ich ehrlich gesagt mit dem Spoiler drauf und mit den Rückleuchten. Ja, so mit Gittern und da werden jetzt einige Kommentare kommen, weil es keine LCI-Rückleuchten sind. Die müssen da tatsächlich noch rein, aber irgendwie ich bin. Das heißt Facelift, oder? Ja, Facelift. Macht schneller dann, ne? Macht schneller, ja. Nee, sind sogar, ich glaube, die sind sogar schwerer, die Facelift-Rückleuchten. Deswegen habe ich immer gesagt, ich habe die nicht, weil die sind schwerer. Das ist übrigens eben abgefallen, also nicht wundern. Das liegt hier irgendwo in Oschersleben auf der Strecke. Ich werde es nie vergessen, in einem aller allerersten Arbeitvideos. Ich baue alles aus, mache alles leichter und baue dann aber Xenon-Scheinwerfer ein. Und alle so, ey, bist du bescheuert? Das wiegt, die Xenon, wiegt doch ein halbes Kilo mehr. Ja. Ich sag so, nein, so ein bisschen Optik fährt halt schon mal mit. Und irgendwann drehst du am Schalter und das Xenon geht ein, du freust dich. Weißt du, kennst du so? Also mittlerweile hat das jedes Auto ja serienmäßig, aber zu der Zeit, wo ich angefangen habe, Auto zu fahren, gab es solche Autos fast nie mit Xenon. Mhm. Und jedes Mal, wenn du vor der Garage standst, das Licht angemacht hast und diese Xenon-Kante gesehen hast, geil. Geil. Ja. Einfach nur geil. War einfach nur so, dafür hat sich das schon gelohnt. Wie lange hast du das Auto schon? Boah, lange. Ich weiß, werde ich oft gefragt und ich weiß es immer nicht genau. Ich habe das Auto jetzt mit Sicherheit schon 6 Jahre. Am Anfang habe ich das, also die kurze Story zu dem Auto in ganz schnell, am Anfang habe ich das ja clubsportmäßig gemacht. Da war innen drin noch eine Klimaanlage, das war einfach nur Sitze und ein Schraubkäfig drin. Einfach nur, weil ich dachte, okay, mal Rennstrecke, aber auch mal zur Eisdiele und ne, so im Alltag. Und dann irgendwann fing das halt an, dass ich diesen YouTube-Kanal erstellt habe vor 2,5 Jahren. Und da war Sommer, das war im August. Und dann wurde das so gut angenommen, dass ich dachte, okay, geil, jetzt habe ich so eine Routine da drin. Jede Woche ein Video gemacht, habe ich mich dran gehalten. Was mache ich jetzt im Winter? Jetzt kommt halt der Winter. Und dann habe ich meinen Kumpel Norm kennengelernt an der Nordschleife. Und der hat halt gesagt, ja, dann bauen wir das Auto jetzt komplett um im Winter, dann machen wir das jetzt komplett. Und dann haben wir halt im ersten Winter erstmal alles rausgerissen, alle Kabel rausgezogen. Ich konnte das ja gar nicht, kann das auch heute noch nicht, aber er kann das halt. Und wobei ich glaube, du kannst mehr als meistens immer sagst. Ja, aber ich will mich auch mal so ein bisschen schlechter machen, weil... ich glaube schon, wenn hier jetzt, keine Ahnung, Bremse umbauen und sowas, das kriegst du auch. Ja, das kriege ich hin. Mittlerweile aber. Ja. Ne? Also früher vielleicht nicht, ja, mittlerweile. Ja, und so ging das dann im ersten Winter, dann kam halt im zweiten Winter, war wieder das Problem, scheiße, was machst du jetzt? Und dann kam halt die Schweißzelle rein und so ging es halt immer weiter. Und jetzt sind wir langsam an dem Punkt, wo ich denke, okay, mehr geht jetzt langsam nicht mehr. Du hattest vorher eine Schraubzelle drin? Genau, eine Wichers-Schraubzelle drin. Und merkst du einen Unterschied zwischen geschweißt und geschraubt? Ja, das Auto ist definitiv steifer. Also echt krass, definitiv schon steifer. Das hab ich selber nicht gedacht, aber wir haben ja, ich kann das auch mal vorne, guck mal rein. Nein, das funktioniert nicht. Ist kaputt. Ja, aber er sieht genauso bei mir auch aus. Das heißt, bei mir auch kaputt. Ich habe den draufgeklebt und der hat noch nie was angezeigt. Aber er zeigt ja immerhin 150 Grad an. Vielleicht wird er einfach nicht wärmer. Bei meiner wird auch nicht wärmer. Oh, das habe ich noch nicht gesehen, dass er das macht. Ehrlich? Also, das erste Mal, dass ich... Aber gut, sonst nur Nordschleife, da wird es natürlich auch nicht so richtig warm. Ne?
Jetzt habe ich dich unterbrochen, ne? Ja, Schweißzelle. Alles gut. Schweißzelle, genau, auf den Dom geschweißt. Mhm. Erst wollte ich das nicht, weil das halt, ja, du musst halt hier alles dann ausbauen. Ja. Und jetzt ist es halt auf den Dom geschweißt, aber ich glaube, dass man, ich bin der Meinung, man merkt es. Ich bräuchte jetzt hier so ein, ey, wir brauchen eigentlich so Spiegel für Videos, ne? Das, weil wir haben das jetzt ganz oft immer so gehabt, dass man nicht reinfilmen kann. So, wenn du jetzt so genau hier in meine Hand reingucken würdest, würdest du sehen, hier kommt ein Rohr raus, genau hinter der Kante, mhm, was krass da drauf geht. Ja, okay, das ist ja mit ABS raus ein volles Programm, ne? Ja, ja. Aber die haben da irgendwie so eine geile Technik und schlagen das Rohr platt und so, dass du das halt auf den Dom schweißen kannst. Und ja. Okay. Ja, ansonsten motortechnisch ist das Ganze eigentlich relativ Serie, also ist ein normaler S65, allerdings mit zwei 84er Schrecknocken drin. Motor ist jetzt vor einem Jahr einmal, ich sag mal, Lagerschein, Hauptlager und so weiter neu. Einmal durchgelegt, Rotschiff, gar nichts, nicht. Ist nur neue Kolbenringe reinkommen, weil die Wände sahen alle gut aus. Ja, dann diese Airbox halt drauf. Wobei das halt vom Sound her echt viel macht. Also wirst du gleich hören. Ich bin gespannt, was du nachher sagst, wenn du gleich gefahren bist. Ich glaube, du hast im Innenraum noch nie so ein geil klingendes Auto gehört. Mhm. Also ist halt wirklich, ist brutal. Emotion. So laut. Ja, ist halt auch so ein lauter V8-Sound, ist echt geil. Steuergerät, aber Serie. Ja, ja, Serie. Alles aber komplett. Angepasst auf Nocken, ja, und Airbox und so weiter, also irgendein Datenstand ist da drauf. Das hat einer gemacht, ja. Das muss man bei denen aber immer machen. Also das macht man auch schon Serie, weil die ja Serie alle ihre 400 PS nicht mal haben. Und serienmäßig haben die eine Plastik-Airbox oben drauf? Ja, genau. Genau, also serienmäßig ist es hier. Das heißt, Leistung irgendwas 450 so in den Rücken. Sehen wir ja morgen, ne? Sehen wir ja morgen. Also ja, ich denke, 450 sollte er schon haben. Also wir haben ja eben wirklich unter idealen Bedingungen 7,8 gemessen, 100, 200. Aber da war halt wirklich, es war 3 Grad. Ich hatte, wie du gesagt hast, extra 2,6 Bar auf die Reifen gemacht. Und ideale Bedingungen. Ich sage, heute fährt er 8,5, 8,6, denke ich. Schätze ich. Sonst wahrscheinlich kurzes Diff. Genau, wir haben einen 368er Diff auf dem DKG 7-Gang-Getriebe. Ist jetzt ja neu, weil lange Handschalter gefahren. Aber ich dachte halt mal, ich brauche irgendwie eine Veränderung, weil ich kannte das Auto jetzt in- und auswendig und ich hatte eigentlich auch im Kopf, was mal mit einem anderen Auto, aber wir müssen mal ehrlich sein, was willst du denn machen? Am Ende kommt nur ein GT3 in Frage und Porsche, erstmal interessiert sich YouTube Deutschland nicht für Porsche, muss man einfach so sagen. Plus, es ist halt... Mittlerweile zum Glück interessieren sie sich tatsächlich für Fiat Deutschland. Was ja anfangs auch anders war, aber mittlerweile... Deswegen weiß ich glaube schon, doch, ich glaube Porsche schon. Also ich sage mittlerweile, also, es ist fast egal, weil wichtig ist, dass es nicht da um das Auto geht, sondern um das Projekt. Also, ja, aber was machst du bei einem GT3? Ja, okay, GT3 ist natürlich was anderes. Ja, deswegen. Da kannst du eher YouTube-Channel aufmachen. Wenn du jetzt einen Cayman machst. Das sind die Rennstrecken weltweit. Ja, wenn du jetzt einen Cayman machst und der ist ein Cayman, weiß ich, GTS oder wie die auch immer heißen, ich kenne mich mit dem Namen nicht aus. Und da machst du was, dann ist es doch schon wieder geil. Aber ja, ansonsten wusste ich nicht, was machen soll, deswegen habe ich auf DKG umgebaut. Aber sonst so, was ist noch original? Bremse vorne, hinten ist eh klar. Wie ist das so mit Querlenkern und all sowas? Nee, also doch. Querlenker sind jetzt wieder, also vorher waren voll einstellbare Lenker an der Hinterachse. Das Problem ist, Punkt 1, das kann niemand einstellen. Ja, ist so. Das kann, also jede Firma sagt, wenn die das sieht, immer, oh, und du denkst so, eigentlich ist das cool, weil die können was verstellen, aber in Wirklichkeit können die das gar nicht verstellen. Und da gibt es wirklich in Deutschland 5 Firmen, die das einstellen können. Macht also am Ende gar keinen Sinn. Und deswegen haben wir jetzt wieder auf Serie hin umgebaut. Nur der Spurlenker ist einstellbar, dass du die Spur halt einstellen kannst. Ja, und überall sind halt Uniball-Lager drin. Also keine Gummilager drin, sind halt Uniball-Lager drin. Aber ist schon überall Uniball drin? Ja. Tonnen-Zugstrebenlager ist starr. Ansonsten ist die Hinterachse ist auch Tonnenlager starr mit Rollzentrumskorrektur. Also höher gesetzt die Hinterachse. Ja. Ein Punkt, wo wir drauf eingehen müssen, ist, du bist jemand, der mit dem Auto auch extrem viel fährt. Also es ist für dich wirklich ein richtiges Fahrzeug. Ja, ja, klar, klar. Wie viele, was denkst du so grob, wie viele Kilometer du ja schon mitgefahren bist? Oder in diesen 7 Jahren, wie oft war das Ding auf der Rennstrecke? Ja, also der hat mit Sicherheit jetzt 40.000, 50.000 Kilometer Rennstrecke runter. Also der hat jetzt 150.000 runter. Der ist mit 80.000 das erste Mal auf die Rennstrecke gefahren. Dann natürlich auch viel Straße dazwischen mal, aber jetzt die letzten Jahre ja gar keine Straße. Also wirklich radikal keine Straße. Auf welchem Niveau siehst du dieses Auto? Also für jetzt einen Laien, ohne das jetzt zu sehr, ich weiß, man redet immer ungern über sein eigenes Auto, aber das Ding ist schneller, als man eigentlich denkt. Ja, schon kann schnell. Kann man schon so sagen. Schon kann schnell, man ja, schon ja sagen, ist auf jeden Fall schon schnell. Also was ihm halt manchmal fehlt, ist so ein bisschen die Leistung geradeaus. Mhm. Ich sag mal, wenn er 500 PS hätte, dann wärst du mit Sicherheit, und das kann man auch, glaube ich, sehr selbstbewusst sagen, auf GT3S-Niveau, weil vom Kurvenspeed her ist es da schon relativ nah dran, aber die fahren halt auf der Geraden immer weg. Gerade auf der Nordschleife oder auf so Grand Prix-Strecke, das ist eine Katastrophe. Aber
ansonsten ist das schon schnell, weil es ja auch vom Gewicht her für so ein eigentlich schweres Auto jetzt mit 1350 Kilo relativ leicht ist. 1350, bitte. Wir haben auch noch ein weiteres Video offen, weil wir diskutieren seit einem halben Jahr drüber. Ja. Dass ich gesagt habe, wir kriegen 30 Kilo aus dem Auto raus. Mittlerweile hast du ein paar Sachen umgebaut, jetzt muss ich 30 Kilo. Nein. Gewichtstechnisch habe ich nichts geändert seitdem. Und ich habe damals schon gesagt, niemals 30 Kilo. Wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Also auch jetzt, ich würde halt sagen, nicht mal 10. Das war, ich habe es damals auch gesagt. Was an dem Auto ist das, was es am schnellsten macht? Also welche Veränderung sagst du, die es ist? Jeder E92-Fahrer? Ja, also ich glaube gar nicht, dass es die ist, weil da ist es jetzt halt in Summe, das Paket, dass es passt. Aber was immer voll unterschätzt wird, finde ich, ist das Diff. Mhm. Weil das habe ich letztens wieder bei einem Kollegen gemerkt, der hat einen M2, das war voll umgebaut, das Auto mit allem. Und dann hat er das Diff gemacht, das Auto fuhr so viel besser, weil es dich halt so in die Kurve reindrückt und wirklich, das Diff ist so ein Teil, was viele mal echt unterschätzen. Wir hatten jetzt gesagt, kürzeres, was für eine Sperre ist da drin? Drexler 45, naja, es ist 55% GT. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, klar ist natürlich Werbung, muss ich auch sagen, egal mit wem du sprichst, Drexler ist einfach Drexler. Wobei, um die Werbung jetzt nochmal kurz zu cutten, ich hatte vorher eine umgebaute ZF-Sperre drin, also eine Original-BMW-Sperre, umgebaut von 25% auf 45%, die hat auch wunderbar funktioniert auf Slicks. Weil wir hatten es vorhin wieder, wir durften eine Runde Frontantrieb fahren. Das war ja das Auto Honda. Und so ein Time-R 400 PS mit diesem Bridgestone-Reifen. Und da ist tatsächlich auch, das Auto lebt auch von der Drechsler-Sperre. Ja. Bei 400 PS Frontantrieb, wo jeder immer denken würde, das muss einfach durchdrehen. Und das Ding war jetzt ja noch nicht mal so umgebaut, dass der, keine Ahnung, jeden Gang, anderen Ladung und so weiter. Das war ja noch relativ human und das fuhr halt auch geil. Ne? Ja. Und wo ich dich am meisten drum beneide, ist vorne APXXL 6 Kolben. Ja, aber kurz mal zwischengreifen, die ist relativ klein vom Durchmesser. Ne? Das ist eine 3,68er Scheibe. Viele fahren 3,78 und durchaus auch noch größer. Also die Scheibe ist so von der Größe das Kleinste eigentlich, was man fahren kann auf dem E92. Aber es funktioniert halt auf Slicks. Es bremst immer ins ABS und ich habe mich halt immer so gefragt, warum soll ich größer gehen? Das wird nur schwerer. Und was soll eine Bremse mehr können, als ins ABS zu bremsen? Ja, und auch noch das nach 10 Runden Bilzer weg auf Slicks. Ja. Und deswegen habe ich halt gesagt, das passt, das taugt. Und ja. Aber trotzdem, die Kombination mit 4 Kolben hinten, ja, passt dazu, ist halt einfach ein Traum. Ja, doch. Die Bremse war mir halt dann auch irgendwann wichtig, ne? weil am Ende Bremse, das ist das, wo es immer dran hängt. Bremsen muss es auch immer, selbst wenn mal die Traktion nicht so gut ist durch Differential oder durch die Reifen, aber bremsen muss es halt immer irgendwie und ja. Jetzt musst du mal dazu sagen, du wirst wahrscheinlich auch wirklich schon eins mit dem Auto sein, ne? Wenn man so lange dieses Auto fährt. Ja, voll. Also das ist auch so, egal mit welchem Auto ich fahre, ich habe ja den M6 und hier kann ich auch in jeder Kurve könnte ich querfahren, egal worauf ich Nordschleife, weil das ist so vertraut, ich weiß genau, was das Auto macht, das ist aber auch so eigentlich schon ein gutmütiges Auto und ist egal wie, wo, was, das Auto, man ist schon mit dem Einsatz. Ja. Wie ist der von der Tendenz her abgestimmt? Also schon übersteuern, ne? Weil dann wirst du es gleich merken, das Auto übersteuert schon und beim Anbremsen kommt eher das Heck, als dass es über die Vorderräder schiebt. Weil das ist mir auch immer wichtig, weil ich mag nicht, wenn es untersteuert. Aber Anbremsen, Einlenken kommt auch schnell? Kommt drauf an, wie du... Wie schnell du bist. Also ja, wie, genau. Wie... Also ist schon, hat schon Grip, aber es kommt drauf an, wie schnell du bist. Hat aber theoretisch auch noch irgendwie ESP oder irgendwas in der Richtung? Ja genau, wir können ja mal reingucken. Ich habe halt diese ganzen Schalter alle jetzt in so eine Buttonbox gelegt, weil ich das Armaturenbrett halt auch mal schnell rausnehmen will. Und das ist am Ende jetzt wirklich nur die eine Schraube und die und dann kannst du halt rausnehmen, weil der Tacho vom AEM ist und ein Monospannstecker, den kannst du abziehen. Und dann hast du ganz normal ESP, diese Power-Taste vom Motor, das ist ja irgendwie bei BMW, da hat er halt eine andere Kennlinie vom Gas her. Dann hast du Schaltstufenverstellung vom DKG, dieses wie doll er den Gang reinhaut. Und eben normal DSC, einmal drücken ist MDM und lange drücken ist halt DSC off. Und das DKG hast du in diesen Winter eingebaut? Ja. Ist geiler? Schneller? Ja, also ich finde es auf jeden Fall jetzt mal was anderes. Also ich finde eben, wo ich den Honda gefahren mit Handantrieb, mit Handschalter, war das halt auch wieder richtig geil, muss ich sagen, hat mir wieder super viel Spaß gemacht, aber am Ende war das halt so, wir haben das Auto jetzt jedes Jahr probiert schneller zu machen, mit allen möglichen Sachen und da dachte ich halt so, dass das halt noch so ein echt limitierender Faktor ist, dass ich das handschalte, das Auto. Das kleine Lenkrad hattest du schon immer drin, auch als Handschalter? Oder hast du da nee, das war genau so groß, es war nur von OMP und halt geschüsselt, jetzt ist es ja nicht mehr geschüsselt, ja. Ja, also Gewicht sehe ich hier wirklich nicht mehr so viel. Ach. Mensch. Ja, aber was denn? Was würdest du denn jetzt eine Sache nur sagen? Ich wüsste ja nicht mal mehr eine Sache. Also klar, man kann den Handbremshebel wegbauen, aber den brauchst du halt für TÜV, weil das Auto hat halt wirklich so TÜV. Hier, du kannst das auch mal hier. Also das ist halt der Fahrzeugschein.
Alter! Ja. Hast du ja jede Runde Nordschleife drin eingetragen, oder? Das ist quasi ein Dings, ja. Den muss ich aber annehmen, ja. Ja, und deswegen, das brauchst du halt. Du brauchst eine Handbremse und... Wie lange soll da eine Kontrolle dauern, wenn die anhalten? Ja, gar nicht. Die, wenn die das sehen, sagen die, mal gute Reise. Die denken wahrscheinlich eher, das ist fake, ne? Tatsächlich, das Krasse ist, am Anfang war das falsch. Der Drucker ging nicht mehr auf der letzten Seite und da mussten die eine Seite per Hand schreiben. Das haben die gemacht und da dachte ich hab denen zu denen gesagt, das glaubt mir niemand, ne? Eine handgeschriebene Seite in einem Fahrzeug schreiben. Ja. Und jetzt haben die es neu gedruckt und jetzt haben sie es zwar immer noch falsch gedruckt, aber... Ja, also was ich hier leichter machen würde, seht ihr im nächsten Video, ne? Perfekt. Mir fällt bestimmt was ein. Ja. Ansonsten, Akrapovic, Enschaldämpfer, X-Pipe, also... Krümmer original? Ja. Krümmer ist ja schon Fächerkrümmer bei denen. Ja. Und das Mittelstück ist auch original. Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, wir fahren eine Runde. Ich würde vorschlagen, ich fahre zuerst. Mhm. Ich fahre auch entspannt. Er ist nie jemand das Auto gefahren. Richtig, noch nie. Allererste Mal seit sieben Jahren. Ist wirklich noch nie jemand gefahren. Ich bin auch der schlechteste Beifahrer der ganzen Welt. Wie oft bist du selber schon mal mit abgeflogen? Nein, also mit abgeflogen, weil ich noch nie in meinem Leben gedreht. Echt, noch nie? Ich habe mich wirklich in meinem Leben noch nie gedreht. Ich habe auch noch nie ein Auto. Doch, ich habe schon mal Auto kaputt gemacht. Das ist ganz lange her. Da war ich gerade 18, war nee 30. Aber nee. Woher ist tatsächlich so? Ich habe ja auch schon ein paar Leute im X-Bow fahren lassen. Crossbow, sorry. Ganz viele mit fahren lassen. Eigentlich haben es fast alle geschafft, sich mit zu drehen. Oder Kiesbett oder Leitplanke. Nico tatsächlich auch nicht. Hat auch geschafft. Und Tom hat es auch geschafft. Ja, das war wirklich, er hat mich damit fahren lassen. Erstmal kannten wir uns gar nicht vorher. Gar nicht. Das war am ersten Mal Blitzer weg. Da sagtest du, anderthalb Jahre, oder? Sagtest du, willst du mal eine Runde fahren? Ich sag so, ja, gerne. Und er so sagte, dreh dich aber nicht. Und er dachte, hey, warum sag ich, dreh mich doch nicht mehr im fremden Auto, wäre ich bekloppt. Aber dazu war es trotzdem schnell. Du bist auf dem Blitzerberg damals 1,53. Echt? 1,53. Ja, aber wie gesagt, ich zu zweit und das Auto war für den Koffer schon. Würde ich mich halt niemals drehen. Aber nee, hiermit habe ich mich tatsächlich auch noch nicht gedreht. Ich bin eben einmal übers Gras gefahren. Das ist das erste Mal tatsächlich, dass ich auch mal irgendwo drüber gefahren bin. Und nein, ich werde es langsam angelassen. Ich will das einfach nur. Liegt an der Farbe bestimmt. Ja, ne? Das zieht jetzt das Grüne an. Jetzt sieht man das Gras wenigstens nicht. Die Leute haben auch schon geschrieben, guck mal, jetzt fährt der Elektroauto, poliert sich das Grün und so. Nee, ich will einfach nur ein bisschen mal so dieses DKG spüren, Bremse spüren. Obwohl du schon mal jetzt 92 gefahren bist, ne? Vom Haro. Ja. Gucken, wie. Von Haro den war ich schon mal gefahren. Weißt du eigentlich, dass Haro sein Alter ist? Ja. Nur ein bisschen so spüren, fahren und so weiter, weil ich weiß, es wird eine ganz andere Liga, wenn Tom dann fährt. Und deswegen ist es auch besser, ich fahre zuerst und dann machen wir nochmal eine geile Lap. Ja, gucken wir mal, ob wir es noch trockener jetzt hinkriegen, ne? Ja, ich denke mal, meine Runde schaffen wir noch schnell, zur Not müssen wir danach eine schnelle Runde fahren. Schon Hard Race klar, wie ne? Finde ich. Dafür, dass du so auf der Straße noch fährst. Willst du jetzt ESP raushören? Ja, musst du sagen. Jetzt ist MDM an. Okay. Du kannst ja mal probieren und sonst machen wir es. Ja. Dann erstmal haben wir jetzt 1,8 Bar. Also die Retzer mögen das eh kalt nicht so, wenn die über so Curbs fahren. Also ich will hier eh keine... ich möchte da wieder eindenken. Das ist ja wirklich nur so gefühlt Lenkrad drehen und das Ding blickt sofort ein. Ne? Ich bin gespannt, was du sagst.
ja noch nie gehabt, was du da gerade hattest. Ja. Hä? Hier passt doch was nicht. Guck mal, jetzt ist Strom komplett tot. Irgendwas hat er. Also Philipp hat es jetzt schon kaputt gekriegt. Ehrlich. Ein Glück bin ich wirklich bei sowas jemand, der ganz lang. Ich bin ja wirklich langsam rangefahren. Ja, ja, ja. Stell mal vor, jetzt ist voll rein. Das erste Mal, dass ich so ein bisschen, weil die Bremse, also es fährt wirklich ultra krass. Dagegen ist das andere alles Müll. Also wirklich, du musst das Lenkrad festhalten, weil der so um die Kurve fahren will. Also wirklich, fährt einfach nur krank krass geil. Und das erste Mal so ein bisschen schneller bremsen, überbremst hinten sofort. Also so wie beim Arbeit. Vor allem geil ist halt, ich fahre jetzt schon die letzten 3 Jahre nur ohne Probleme. Und jetzt fällt irgendwas aus. Bei der ersten Fahrt, und ich bin ja heute auch schon gefahren den ganzen Tag. Ja, keine Ahnung, kann ich dir gerade, müssen wir mal checken, keine Ahnung, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Das heißt aber, wir kriegen jetzt zur Sekunde auch ESP nicht an. Nein, nicht aus. Macht kein ESP aus, ich schätze mal, also ich hatte das schon mal, da war der ABS-Block kaputt. Ja, weil wir eben drauf gefilmt haben, das war Karma. Weil du gesagt hast, die haben wir einmal ausgebaut. Echt, ne? Aber da sieht man mal wieder, dass auch hier ohne ABS das Bremsen-Setup 0,0 funktionieren würde. Ey, krass, ne? So arbeitmäßig. Vor allem, er hat halt hinten links Vollgas überbremst und vor allem sagt Philipp noch so, sagt so, oh ja, okay, da überbremst er schon. Und ich dachte so, nee, eigentlich macht er das überhaupt gar nicht, ja. Und dann, ich so, bremst mal nochmal. Und dann merkst du halt, okay, ABS halt ausgefallen, warum auch immer. Aber wirklich auch so, und jetzt kommt dazu, dass die Bremse halt wirklich einfach krank ist, weil du tippst die nur an und das Ding, also mit Bremskraftverstärker ist das halt auch immer so, du machst nur ein bisschen und sofort, bumm, runter halt, ne. Aber fährt geil, also wird richtig gut. Wir konnten zwar erst so 70% fahren, aber die 70% nee, waren schon 30 gefahren. 30, ja, okay, selbst die 30% waren schon 200% geil. Aber warum jetzt das? Ja gut, müssen wir mal schauen, ne? So, da wollen wir mal schauen, was er sagt, der Kumpel. Jetzt lädt er ganz normal, ne? Ja, klar, durchaus nimmt man auch mal dann welche mit und fährt auch mal bis an der Rastnabe ran.
was. Also, kann aber auf so einer Grand Prix-Strecke schon was anderes. Also wer da sagt, der fährt auf einer Nordschleife das gleiche wie auf einer Grand Prix-Strecke, weiß ich nicht, der ist ein Werksfahrer und der hat jedes Jahr vier Karossen, die er kaputt fahren kann. Ich sage auf jeden Fall meinen vollsten Respekt. Also er hat 0,0 Angst gehabt, im Gegenteil, hat wirklich Spaß gemacht, Bock gemacht. Ihr Handy hier gehalten, da festgehalten. Ja, ich hab schon gesehen, ey, ich weiß gar nicht, wie er das Handy hier gehalten, da gehalten. So, und wirklich geil, also wirklich folgen. Es fühlte sich wirklich extrem sicher an, weil es war so eine Mischung aus, ja, so ein bisschen so schräg reinbremsen und quer früh wieder raus, so, ne? Norm beschreibt es immer schön, ich lenke das Auto irgendwie mit dem Heck, sagt er immer. Ich lenke nicht mit der Vorderachse, sondern mit dem Heck. So fühlt sich auch an. Und, ja, wobei im Kopf ist es schon komisch, wenn man weiß, dass eben das ABS ausgefallen ist, dann fährt es sich nicht so locker im Kopf, finde ich. Deswegen habe ich so auf diesen Strecken, auf den Kurven, wo man so, ich sag mal, hier Start-Ziel und so, habe ich schon ruhiger angebremst, weil ich dachte, wenn es dann ausfällt. Wir haben, also wir wissen jetzt nicht, was es war. Fakt ist, es war eine Unterspannung. Ja, eine Unterspannung und wieder eine Überspannung, weil die Batterie hat ja gesagt, sie kriegt eine Überspannung. Ja. Also es ist. Vielleicht war die einfach nur im Wintermodus. Jetzt auf jeden Fall, wir haben zwischenzeitlich geguckt, Batterie ist jetzt voll, lief ganz normal, das heißt, du kannst jetzt wieder ballern. Theoretisch kann ich jetzt wieder ballern. Du siehst so aus wie einmal Luftdruck checken und du willst mal eine Runde fahren? Ja, mir ist gut. Ey, ich weiß auch nicht mehr, irgendwie in letzter Zeit fahre ich so viel, du kennst es doch selber, man ist nicht mehr so, dass man jetzt den Trackday durchfahren muss. Ich freue mich, wenn ich ein paar geile Runden gefahren habe, wenn es Spaß gemacht hat. Ich muss jetzt gar nicht den ganzen Tag hier auf Biegen und Brechen ballern. Aber ja. Was? Mann, wir haben hier schon auch professionell mit Handy gemacht. Es war so geisteskrank brutal, dass ich das Handy zücken musste. Und wir mussten leider in Querformat filmen. Komplett gaga, Alter. Wirklich. Aber hast du Action-Modus angemacht? Nee. Aber iPhone geht ja. Wird übelst verwackelt sein. Aber ich habe ja, die lief ja und die lief. Das wird scheißegal sein, aber es ist einfach so unfassbar schnell. Das ist wirklich voll, wie der in jede Kurve reinhämmert, überall quer. Aber 0,0 Angst. Also ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, gleich fliegen wir ab. Ja. Sondern es war eher so, jede Runde noch mal eine Schippe rauf. Ja, da hat ja wenigstens einer keine Angst auf der Runde. Ne, nee, war geil. Echt mega. Einen wichtigen Satz sagen, du musst jetzt noch die Leute animieren, dass sie jetzt meinen Kanal abonnieren, damit wir endlich die 50.000 Abonnenten knacken. Ja, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand von diesem BMW sein wollt, dann auf jeden Fall Toms Kanal abonnieren. Da habt ihr auf jeden Fall noch mehr Rennstreckenthematik den ganzen Tag lang hoch und runter als bei mir. Ganz hoch und runter. Hoch und runter. Aber jetzt nur einmal schön Luftdruck gucken, weil er fährt noch hoch. Aber so krass. Ja. Er soll mal eine Zeit fahren, dann muss er die eine mal Runde mitnehmen. Also wirklich, ist von der Geschwindigkeit wie Rennauto fahren, nur dass Tom das Ganze noch mal ein bisschen anders fährt. Also nicht so diesen Rennfahrerstil, Vollgas, 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 bremsen, einlenken, sauber um die Kurve rum, sondern er fährt seinen eigenen Stil einfach. Also es passt zu Team Hacken, weil genauso fährt er. Wirklich krank. Aber Reifen gut, ne? Ja, guck. Echt super. Das kann ich echt nur empfehlen. Wir lassen Tom jetzt mal eine Runde alleine fahren. Aber ich weiß, er wird Spaß haben. Was ist das aber von der Statur her? Ja. Pedale Riso lassen oder näher weiter? Ich glaube, das ist gut. Ja, spannend. Wir wollen ja das mit dem weiterhin keinen Dreher beibehalten, ne? Ein paar Sekunden später. Das ist so ein Auto, da bin ich den ganzen Tag gefahren. Du bist einfach nur behindert. Da bin ich den ganzen Tag gefahren. Was schätzt du? Keine Ahnung. 1,37,0. Wirklich? Also du hast es geschafft, in 5 Runden schneller zu fahren als mit deinem BMW. Was? Ja, das hätte ich nicht gedacht. Das kam es mir nicht vor im Auto. Ja doch, 1,37,0. Aber mit jeder Runde weiter kommst du weiter rein, und kommst, ne, weil du einfach mit der Bremse immer später bremst und du merkst, okay. Also, mein Resümee auf jeden Fall, Bridgestone Potenza Race Semi-Slick auf jeden Fall zu empfehlen. Ich bin gespannt, was Tom sagt. War tatsächlich 1,41, 39, 38, 37. Ja, null. Ich dachte auch noch mal, ich hole mir gerade mal eine Mütze. Ey, du hast einfach mit jeder Runde mehr Gefühl, weil das halt so echt ist, dieses echte Fahren einfach. Das ist so geil, also da könnte ich halt immer, jetzt hätte ich noch eine halbe Stunde fahren können, weil es nicht so warm ist. In meinem ist halt so schweineheiß drin und da sterbe ich halt. Und vorher wäre Tank leer. Ah ja, okay. Das geht ratzfatz. Aber was sagst du, Bridgestone Potenza kann man machen, ne? Voll gut, voll gut. Muss ich auch, also hätte ich wirklich niemals gedacht,
Also an der Stelle nochmal vielen Dank, Polybauer Trackday, dass wir hier sein durften. Ja. Immer wieder geil für alle, die einfach nur Bock haben auf Ballern und nicht irgendwie groß mit Gruppen, wie es das jenes ist. Ja, hier kannst du halt nicht hier zum ganzen Tag durchfahren können, vor allem für voll wenig Geld im Vergleich zu regulären Open Pitlane Trackdays, weil da kostet dann so ein Tag das Doppelte. Ne? So, ne, und jetzt in dem Fall war sogar noch Bridgestone vor Ort. Ich muss sagen, geil, freut mich, dass der Reifen jetzt hier drauf ist. Er bleibt doch definitiv erstmal drauf. Du, haben wir ja schon genug zugesagt, war eine geile Fahrt im BMW. Na. Wenn ich nochmal wen brauche für einen Rundenrekord, rufe ich Tom an. Was denkst du, wie viel wäre noch gegangen? Ja, schon viel, ne? Also ich hatte schon viele Ecken, wo ich denke, ich meine am Ende, ich habe dir immer gesagt, mit einem fremden Auto, ich fahre immer so das, aber... Ja, der erste Kurvenausgang sah auch wild aus von dir. Nee, weißt du, was da war? Das war nicht mal schnell, aber das Auto darfst nicht über die Rattensteine fahren, weil das fährt nicht zurück. Ich glaube, das ist so leicht vorne, das bleibt da hängen. Ach, dass der nicht mehr lenken kann? Der lenkt nicht mehr. Der fährt einfach geradeaus weiter. Und dann aber gerade wenn gerade weil du wirst ja schon Last drauf gehabt haben, hinten hebt er ihn so ein bisschen raus. Und dann genau, und du hast gar nicht lenken können. Und da dachte ich mir so, Junge, jetzt fährst du hier auch noch halb durchs Kiesbett, durch in der ersten Kurve. Kann doch nicht wahr sein. Ja, nee, und als ich das dann wusste, bin ich dann halt nicht mehr drüber gefahren, weil es lenkt halt dann gar nicht mehr. Aber ansonsten, du kannst ja viel stärker bremsen, als du denkst, dass du bremsen kannst. Und das ohne ABS schon, ne? Ja, das meine ich ja. Also, du könntest halt noch viel mehr bremsen, aber du traust dich halt am Ende einfach nicht. Ja. Deswegen, Das ist geil. Also das Ding, wie gesagt, ne? Wenn du nicht mehr haben willst. Nein, war ein geiler Tag, hat Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an Christian Polybauer. Danke Tom, dass ich mitfahren durfte bei dir. Danke, dass ich selber fahren durfte, auch wenn ich wieder das oben hatte. Aber vielleicht war es auch ein Zeichen. Ich sehe das so, wir wären eigentlich mit dem Arbeit hier gewesen. Das seht ihr in einem späteren Video, haben wir ganz am Anfang gar nicht gesagt. Gestern beim Antriebswellencheck habe ich tatsächlich gesehen, dass die Radnarbe durchgebrochen ist. Das stell mal vor, das Rad. Die ganze Radnarbe durchgebrochen. War das linke Seite? Rechte Seite. Rechte Seite, ja. Rechte Seite. Oh, die dreifach links und schnell. So. Und Er war einfach ein Zeichen, egal. Hat eben gerade trotzdem übelst Bock gemacht für die Wixbo. Crossbow, sorry. Wir laden jetzt auf, fahren nach Hause. Vielen Dank. Fahr den BMW irgendwann anders nochmal, aber hat Spaß gemacht. Und denk dran, hier abonnieren bei Tom, ne?